Herzlich willkommen. Hier ist der V100-Podcast. Hier ist das altbewährte Duo, bestehend aus Steffen und Luis. Hallo Luis. Und hallo Steffen. Und ich bin Luis, du bist Steffen. Ja. Ja, also wir haben die Folge zum 15.11.1920 und heute haben wir den 15.11.2020. Es ist extrem spannend. Wir haben viel zu berichten. Wir sind der V100-Podcast. Wir berichten tagesüberaktuell aus den Themen, aus der Zeit über die Themen von vor 100 Jahren. Die Folge gliedert sich folgendermaßen auf. Wir haben so eine Art Einleitung, wo wir auf Feedback eingehen, wo wir einen Hausmeisterteil haben, begrenzt auf 2 Minuten, weil wir wollen nicht so viel reden über uns selber. Denn der eigentliche Teil folgt danach. Das sind die Themen von vor 100 Jahren. Von der Idee her haben wir immer noch eine Rubrik zum Schluss, wo wir das Tagebuch von Harry Graf Kessler, der alten Eule, dem Elch der Elche, dass wir denen auch nochmal eine Gelegenheit geben, unter sein Leben zu berichten, indem wir sein Tagebuch zusammenfassen. In letzter Zeit war er etwas schreibfaul. Ich habe auch gewagte Privattheorien dazu. Dazu kommen wir aber später. Genau. Würde ich sagen, Steffen, passt es, wenn wir mit den Hausmeisterthemen starten? Das passt sehr gut. Als Ankündigung zum Anfang, das ist die letzte Folge der Staffel. Also wir haben es mal wieder geschafft, 5 Folgen. Und die nächste Folge wird dann sein am 15.01.2021. 2 Anmerkungen. A, das ist inklusive der 2 Minuten des Hausmeisterteils, was Steffen gerade gesagt hat, von der Zeit her. B, der V100-Podcast gliedert sich in Staffeln auf. Frühjahrsstaffel, 5 Folgen, Herbststaffel, 5 Folgen und jeweils Kadenz monatlich, immer zum 15. als Verständnis. Ansonsten ist sehr, sehr viel passiert bei uns in den letzten 2 Wochen. Steffen, hast du was zu vermelden an dir? Ich bin in den ehelichen Bund eingetreten, das kann ich vermelden. Luis war auch dabei, aber ich habe ihn nicht geheiratet. Nein. Da sind wir beide sehr froh. Ja, da sind wir sehr froh darüber. Und alle Zeitreisenden, glaube ich, auch sehr beruhigt. Genau. Ich wollte sagen, ich hoffe, nicht wir beide sind darüber sehr froh. Noch andere Parteien. Aber ja. Denke auch. Da sehe ich auch ganz stark, dass ein Haufen Leute damit sehr zufrieden sind. Ja, genau. Nochmal Glückwunsch von mir. War ja auch da und war sehr, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Und wir reden wieder über die große Wolke getrennt. Das hat Faulheitsgründe und aber auch praktische Gründe. So mit dem Treffen, das ist alles gerade so ein bisschen schwierig. Ja, genau. Wenn man uns ja diese Podcasts hört, man ja auch noch in 490 Jahren. Corona ist der Grund dafür. Könnt ihr gerne mal, was auch immer es dann geben wird, könnt ihr nachschlagen. Wir haben den 2. Lockdown und was heißt es, so ein softer Lockdown, was ich gemacht habe, also als einziger, also ich hab 2 Lessons learned gezogen. Ich habe mir in meinem Ruderverein, habe ich mich organisiert, dass ich da irgendwie Sport treiben kann, dass man nicht so viel zu Hause ist. Und ich habe mir 3 5er-Pakete Trockenhefe besorgt. Also Trockenhefe, das sind ja so sehr Investitionen von so 20 Cent oder was, das kostet so ein 5er-Paket, hält auch sehr lange. Beim Frühjahr hatte ich wochenlang keine Hefe. Das war blöd. Die wichtigste Frage ist aber, Luis, hast du genügend Toilettenpapier? Also meine Frau kommt aus China und wir waren auch in China im Februar, als da die Covid-Krise passiert ist. Und da hat kein Mensch Toilettenpapier gekauft. Ja, das hat keiner gemacht. Ja, das habe ich nur in Deutschland erlebt. Warum auch? Und die meinte zu mir vor 2 Wochen, die Deutschen kaufen schon wieder Toilettenpapier. Wie bekloppt. Es wird ernst. Sie meinte, es wird ernst. Und dann habe ich wieder gemeint, ich bin ja auch einer von diesem Volk, ob ich will oder nicht. Wir sind immer mit Geburt, ist man da so ein bisschen mit dabei, ja. Und ich verstehe es nicht. Es ist peinlich und ich verstehe es nicht. Aber gut. Ja, also die Kacke ist am Dampfen. Das kann ich auch nicht erklären, warum die Deutschen immer Klopapier kaufen. Ich verstehe es nicht. Also ob das, ich meine, habe ich noch nie von der Dusche gehört, als ob das schlimmste Problem überhaupt ist. Ja. Ja. Ich meine, gut, ich habe Hefe gekauft. Ich meine, es ist Herbst, es gibt genügend Blätter auf dem Boden. Notfalls nimmt man das mit hoch. Lassen wir das. Lassen wir das. Thema ist ja nicht so gut, aber wenn ich weiß, es wird eng, dann denke ich nicht an Klopapier, da habe ich andere Prioritäten. Ja, dann denke ich, okay. Gut, hast du noch eine Sache, weil wir sind doch schon über den 2 Minuten Hausmeister-Themen.
Wir brauchen eben dringend 2 Minuten. Leider ist unser Steffen, was ist aus unserer Eieruhr geworden eigentlich? Die ist kaputt gegangen. Wir brauchen eine neue Eieruhr. Liebe Zuhörer, falls ihr eine Idee habt für eine schöne neue Eieruhr, die wir dringend brauchen, weil das reden wir viel zu viel über uns selber, das wollen wir nicht. Deswegen wechseln wir jetzt über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Ja, das auch, liebe Zuhörerinnen übrigens. Genau. Ja, Luis, du hast angedroht und ich habe es dir erlaubt, du wolltest, hattest einen Witz vorbereitet. Ja, ja, natürlich, unbedingt. Ich möchte noch, Witze. Und zwar folgende Titel für meinen Witz. Fette Sorte. Sie spendieren ihren Mann Zigarren zum Geburtstag und ich dachte, sie möchten ihn das Rauchen abgewöhnen. Ehefrau. Eben, darum kriegt er die da. Ja. Darf ich noch einen? Okay, einen kannst du noch. Den letzten versprochen. Mhm. Der Witz, den ich jetzt vortrage, ist von der Wiener Bilder Ausgabe des 14.11.1920. Und dieser wunderschöne, 100 Jahre alte Witz hat den Titel Nicht nötig. Kann dein kleiner Bruder schon sprechen? Nein. Warum soll er denn sprechen? Er braucht ja bloß zu schreien, dann bekommt er alles, was er will. Hm. Ja, sehr witzig. Ja, das sind die Witze von vor 100 Jahren. Wo der herkommt, gibt es noch viel mehr. Da wir aber so zweit podcasten, glaube ich, kann ich nicht noch einbringen. Ja, ich weiß nicht, ob es mein Mangel an Humor ist. Also ich habe die Witze schon verstanden, die sind ja im Vergleich zu diesen letzten Malen, zu den letzten Witzen, die du rausgekramt hast aus den Zeitungen von vor 100 Jahren, sind sie ja verständlich. Ich glaube, wir müssen sie diesmal nicht erklären. Lass uns gleich zu den Themen von vor 100 Jahren weitergehen. Denn wir haben einige Vögel im Vogelhaus zum Angucken. Tagesaktuell, also heute am 15.11.1920, habe ich eine Presseschau betrieben, der aktuellen, also damals aktuellen, für uns aktuellen, vor 100 Jahren aktuellen Tageszeitung. Ja, wir wissen, was du meinst, ja. Richtig. Und wir haben mehrere Themen sozusagen vorbereitet. Steffen, du hast zum Beispiel die US-Wahl. Die war nicht heute genau von vor 100 Jahren, sondern am 2.11. vor 100 richtig Jahren. Richtig. Hm. Also die war vor 100 Jahren und 2 Wochen. Und genau von vor 100 Jahren, jetzt habe ich es, war einmal die Niederlage von Wrangel und die erste Versammlung des Völkerbundes in Genf. Ah ja. Die erste Vollversammlung. An dem Völkerbund, den werde ich nachher auch nochmal erwähnen. Das können wir dann aufgreifen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Wrangel. Ja, Luis, Wrangel, kann man das essen? Ja, nein. Also Wrangel, das ist ein General. Und wir haben in Russland den Völkerkrieg. Also essen kann man den schon. Ich glaube, den will man nicht essen. Gut, oh ja, da stimme ich dir zu. Aber ja, er war ein General. Ich habe gehört, so alte Generäle sind ganz schön grimmig. Ja, auch 100 Jahre später kann man vielleicht nur noch auf so einen Knochen rumkauen. Aber ja, also, was ist denn mit diesem General? Also ja, Wrangel kann man nicht essen. Und dieser General, der ist einer der wichtigsten Oberbefehlshaber der Weißen. Wir haben in Russland den Bürgerkrieg, Rot gegen Weiß. Und Wrangel ist geflüchtet. Er hat vor allen Dingen im Süden Russlands fleißig Krieg geführt gegen die Sowjets und ist geflüchtet aus Sevastopol, also dieser Stadt ganz im Süden von Krim, der Halbinsel. Da gab es ja vor ein paar Jahren auch Ärger zwischen der Ukraine und Russland, mittlerweile russisch, vorher war es ukrainisch. Und da war im Süden diese Stadt, die ist ja immer noch, und es war schon immer eine Festung. Da gab es viele Schlachten, es gab den Krimkrieg, es gab dann später im Zweiten Weltkrieg, gab es da auch eine Schlacht in dem Gebiet. Und er ist jetzt geflüchtet aus Sevastopol. Und das geht, was wir heute wissen, in der Retroperspektive als faktischen Ende des russischen Bürgerkrieges. Es gibt hier und da noch Scharmützel. Der organisierte Widerstand ist damit beendet und die Roten haben den Bürgerkrieg sozusagen gewonnen. Und diese Zeitungsmeldung hast du gefunden in, ist das Berliner Tageblatt?
Nein, das ist die Vossische Zeitung. Die Vossische. Werden wir auch verlinken. Ich kann auch kurz anfangen. Die Rote Armee hat den General Frange, der sich vor einigen Tagen aus Taurien wieder in die Krim zurückziehen musste, eine schwere Niederlage bereitet. Manche Nachrichtenseiten gehen so weit zu behaupten, die Sowjetrussen setzen bereits in Sevastopol und Jalta ihre Flagge auf. Und er ist geflüchtet und das war auch im Chronikbuch eine wichtige Meldung, ein wichtiges Ereignis, Endereignis im russischen Bürgerkrieg. Eine andere Meldung, die du gefunden hast, Luis, da ging es um den Völkerbund in Genf. Ja, und zwar, das ist ja so eine Idee, die vor allen Dingen öffentlich wurde durch Woodrow Wilson. Der hat ja berühmte Reden gehalten im Ersten Weltkrieg und hat sich Gedanken gemacht, wie können wir langfristig eine Friedensordnung einführen. Und da geht das Prinzip, dass sich die Völker selber bestimmen, Selbstbestimmung der Völker. Und es wurde so eine Art Parlament der Völker gegründet, der Völkerbund. Und dieser ist jetzt nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Es sind 42 Staaten in diesem Völkerbund. Und das Treffen findet in Genf statt. Hier wurde sozusagen der Sitz auserkoren dafür. Es gibt am Anfang natürlich, wie es immer gibt, Geplänkel. Zum Beispiel Argentinien wird am 4. Dezember auch schon wieder austreten, weil die Anträge von Argentinien, die werden abgelehnt. Der Völkerbund, so wie er ist, hat vor allen Dingen die ehemaligen Alliierten dabei. Es sind keine Nationen der Mittelmächte im Völkerbund aktuell vertreten, also weder Bulgarien noch Österreich noch das Deutsche Reich. Und was ganz, ganz wichtig ist, die USA fehlen. Genau. Da wäre mir jetzt noch wichtig zu sagen, das Datum, wann der sich getroffen hat, der Völkerbund. Am 15. November. Also wir sind sehr, sehr aktuell, nämlich heute und vor 100 Jahren haben die sich getroffen. Und hier vielleicht erstmal ein Beitrag vom Bundespräsident der Schweiz, Giuseppe Motta. Und er spricht über die Universalität meint er, dass halt alle relevanten Staaten im Völkerbund Mitglieder sind. Und darüber sagt er, wir können 2 oder 3 Jahre ohne diese Universalität leben. Aber wenn unser Bund verurteilt wäre, allzu lange eine nicht universelle Gesellschaft zu bleiben, Zitat, so würde er in sich selbst den Keim langsamer und verhängnisvoller Auflösung tragen. Das ist eine Position, die habe ich mir in unserem Chronikbuch, was wir auch verlinken, markiert vom Bundespräsident der Schweiz. Und dann habe ich noch eine Gegenposition, und zwar Frankreichs Vertreter beim Völkerbund, René Viviani. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Das klingt auch leicht italienisch bei dir. Ja, ich glaube, also ich denke mal, alle haben bei uns aufgegeben, was französische Aussprache angeht. Ja, vielleicht schenkt uns irgendjemand ja mal einen Aussprachetrainer. Ja, das ist auf jeden Fall notwendig. Jedenfalls Zitat. Es geht um die Deutschland, um den Beitritt Deutschlands zum Völkerbund. Wenn Deutschland in den Bund aufgenommen werden soll, so muss es greifbare Garantien seines guten Willens geben, die Friedensbedingungen zu erfüllen. Und bevor das nicht geschehen ist, darf es hier nicht eintreten. Also ja. Er sagt halt, die müssen, also er hat ja, also er erstellt halt, dass Deutschland Friedensbedingungen brechen will. Also, ne, also das ist ja so schon ein bösartiger Vorwurf. Ja. Und vor allem bei den Bedingungen. Da haben wir uns ja schon ein paar genau. Folgen drüber, das haben wir schon diskutiert. Wir können noch mal kurz wiederholen, als kleinen Punkt, die Strategie des Deutschen Reiches ist es jetzt, möglichst viel Anstrengung nach außen zu zeigen, um zu zeigen, dass es einfach schlichtweg nicht möglich ist. Ja, das sind ja auch wirklich harte Forderungen. Die hatten Auslieferung von den Nahrungsmitteln, Grundlagen, eine Auflösung der Armee, Gebietsabtretungen, Besetzung des Rheinlandes durch Frankreich, umfangreiche, gigantische Reparationen. Das sind schon sehr, sehr harte Kriterien. Und vor allen Dingen, das sind die Kriterien, die er selber definiert, also die Frankreich hat definiert. Das ist ja immer so einseitige Kriterien, sind auch immer so eine schwierige Sache. Ja. Jeweils, das ist der Völkerbund. Es gibt die erste Vollversammlung in Genf
wichtiges Ereignis und es war auch eine Enthaltung im Deutschen Reich und man kann sich auch vorstellen, dass die Haltung der deutschen Presse gegenüber des Völkerbundes, weil man ja sozusagen gar nicht mit hinzugezogen wird, auch durchaus negativ ist. Und das ist halt für einen Bund, dessen Ziel es ist, Kriege zu verhindern, Kompromisse auszuhandeln, eben Völkerverständigung zu erzielen, ungünstig. Ja, das stimmt. Es geht so ein bisschen an den Zweck vorbei. Irgendwie schon. Das ist wie wenn ich halt sage, ich mache eine Gewerkschaft und erlaube nicht alle Arbeiter dort einzutreten. Ja. Dass ich die Arbeiter mit dem Vornamen, mit Buchstaben R und T in dem bunten Namen oder so, irgendwie sowas. Das macht einfach keinen Sinn. Also die Idee ist so nicht zu Ende gedacht. Ja. Genau. Ja, also wenn du gerade über den Völkerbund sprichst und über die USA, dass sie nicht dabei sind, finde ich, ist das doch eine goldene Brücke, um über die USA zu sprechen. Ja, USA, da war auch was von vor 100 Jahren, heute von vor 100 Jahren und sozusagen in der Gegenwart auch. Ja, wir können mal sagen, der Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 2. November und vor 100 Jahren, am 2. November 1920, waren die auch Präsidentschaftswahlen in den USA. Kurz, wer ist da gegen wen angetreten? Zu den Demokraten, da zählte James M. Cox und sein Stellvertreter Franklin D. Roosevelt. Und auf der anderen Seite des Boxringes sind die Republikaner mit einem gewissen Warren G. Harding und einem Stellvertreter namens Calvin Coolidge. Luis, wen davon kennst du? Harding habe ich schon mal gehört. Und wahrscheinlich auch Roosevelt. Korrekt. Roosevelt. Genau. Um es kurz zu machen, Warren G. Harding, der wird gewinnen. Als kleine Wiederholung, um mal die Situation einzuschätzen. Du meintest ja, dass Woodrow Wilson während des Ersten Weltkrieges an der Macht war, Präsident war. Woodrow Wilson war Demokrat. Er hatte mehrere Amtszeiten. Er wurde wiedergewählt. Wir haben damals im Vorhundert-Podcast drüber berichtet. Und was hatten die USA eigentlich für eine Außenpolitik in der Zeit? Das finde ich ganz spannend. Da möchte ich einen kleinen Schwenker machen. Und zwar in die Zeit 1914. Wir erinnern uns, 100 Jahre später wird ein kleiner Podcast, die ein erfolgreiches Rollenspiel beherrschen, über diese Zeit podcasten. Es ist 1914, der Erste Weltkrieg bricht aus und Wilson ist Demokrat, ist Präsident. Und die USA haben damals eine Politik, die sagen, wir mischen uns nicht ein in Belange, die nicht auf amerikanischem Boden sind. Was in Europa passiert, in Afrika, in Asien, das interessiert uns erstmal nicht. Wichtig ist, was hier in den USA passiert. Und das ist die Politik, mit der wir uns hier befassen. Also man könnte auch sagen, damals war ebenfalls die Denkweise America first. Ja. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Die USA mischen sich eher nicht ein, wollen nach außen hin neutral sein, verkaufen auch schön an beide Seiten Waffen. Also sagen wir so, also ja, nur die Deutschen sind in der Lage, mal ein, zwei U-Boote hinzuschicken. Ja. Und die Alliierten können halt ganze Flotten hinschicken. Also effektiv supporten sie eine Seite, die Alliierten. Genau, und das wird auch vom Deutschen Reich damals stark bemängelt. Mimimi. Wir können ja gar nicht zu euch vordringen, deswegen sind wir total im Nachteil. Man muss dazu auch sagen, dass die Regierung da damals auch schon sehr alliiertnah war. Also die haben schon gerne ein Auge zugedrückt, wenn es darum geht, Kredite zu geben oder halt den Handel zu vereinfachen. Ja. Dann erinnern wir uns an das Jahr 1915. Da tritt der uneingeschränkte U-Boot-Krieg zum ersten Mal aus. Und da geht ein Schiff unter namens Lusitania. Da haben wir drüber berichtet. Richtig. Die Lusitania war eigentlich ein Passagierschiff, ging sehr schnell unter und es gab auch auffallend große Explosionen. Es war damals ein Medienereignis. Das Deutsche Reich hat die Haltung damals verteidigt, auch mit der Debatte, dass ja die Lusitania Waffen transportierte und Munition. Das wurde dann, also dem war auch so, das wurde aber damals von der USA unter den Teppich gekehrt. Ich erinnere mich, wir hatten das in der Folge und es war eine katastrophale Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen. Ja, genau.
Das war Marketing, haben die Deutschen damals auf gar keinen Fall beherrscht. Und zu dem Zeitpunkt ist auch in den USA eine scharfe Debatte ausgebrochen, ob die USA jetzt in den Krieg eintreten sollte. Aber die Mehrheit war erstmal dagegen, meinte, nein, wir mischen uns da jetzt nicht ein, auch wenn die auch wenn die Schiffe mit U-Booten abschießen, auf denen unsere US-Bürger rumschippern. Dann war auch erstmal Ruhe. Das Deutsche Reich hat den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erstmal wieder eingestellt. Bis dann 1917 das Deutsche Reich sich wieder entschließt, einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Es gibt dann wieder eine erneute Debatte. Die USA tritt dann schließlich doch unter Wilson in den Weltkrieg ein. Der wurde übrigens, wie ich schon vorhin gesagt habe, 1916 wiedergewählt, also vor 4 Jahren. Denn auch in den USA wählt man in der Regel alle 4 Jahre einen neuen Präsidenten. Dann kommt, man kann verwundert hören, Ende Erster Weltkrieg. Kurz vor dem Ende hat Woodrow Wilson seinen 14-Punkte-Plan da veröffentlicht, in der auch so eine Art Völkerbund von ihm propagiert wurde. Und die sowohl das Deutsche Reich als auch Österreich-Ungarn finden diesen 14-Punkte-Plan von Wilson gar nicht so schlecht am Ende und möchten am liebsten auch genau zu seinen Bedingungen den Frieden haben. Also quasi an dem Punkt, wo sie den Krieg verloren haben, fanden die den Plan gut. Genau, zu dem Zeitpunkt. Vorher nicht so. Also ja. Hat man ja gesehen. Und das war dann 1918. Könnt ihr alles gerne in unserem Podcast auch nochmal nachhören. Dann kommt es allerdings dazu, dass jetzt dieser komische Friedensvertrag da ausgehandelt wird. Von USA und auch Frankreich ist da. Frankreich hat da hohe Forderungen. Der Versailler Friedensvertrag. Und der hat auch unter anderem ein Zusatzabkommen, bei dem die USA auch militärisch an Frankreich gebunden wird. Und da kann man schon in der öffentlichen Meinung der USA raushören, die Bevölkerung ist da eher dagegen. Die wollen am liebsten wieder diesen Zustand haben von vor dem Ersten Weltkrieg. Also wir beschäftigen uns in den USA mit den USA und Europa ist Europa. Isolationismus, wie würde man das sagen? Back to normalcy heißt das. Isolation und muss als Substantiv ist der Fachbegriff dafür. Ich kann ihn gerade nicht aussprechen. Und so schlittern wir jetzt in die Präsidentschaftswahlen rein. Da gibt es jetzt es gibt natürlich mehr Parteien, die man wählen kann. Es gibt ja diese zwei großen letztendlich nur, die du wählst und über die du sprichst. Das sind einmal ja die Demokraten und die Republikaner. Genau, gewinnt das jetzt? Und die Demokraten sind ja an der Macht und die haben einen Nachteil, denn der Wirtschaft geht es gerade nicht so gut. Schlecht. Und man hat einen Krieg. Und da ist natürlich die Regierung, die gerade an der Macht ist, ist dann auf einmal in Friedenszeiten wieder schlecht dran. Denn die muss jetzt schaffen, dass die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und da haben die Demokraten ein schlechtes Spiel. Und die Strategie von den Demokraten ist, die Politik von Woodrow Wilson, der jetzt nicht wieder gewählt werden kann, fortzuführen, sich stark international zu engagieren, auch dem Völkerbund beizutreten. Und am liebsten möchten die Demokraten auch eine Wirtschaftspolitik jetzt vorstellen, bei der der Staat möglichst viel reguliert und interveniert. Auf der anderen Seite des Boxrings haben wir die Republikaner. Die haben eine Strategie, die sich sagt, nein, back to normalcy. Wir wollen wieder den Zustand haben davor und wir glauben, dass die Bevölkerung das auch will. Und da haben sie genau den richtigen Riecher. Und vor ein paar Monaten suchen sie einen Kandidaten dafür. Wer könnte denn unser Präsidentschaftskandidat werden, der genau diese Strategie widerspricht? Und da spricht quasi ein sehr unbekannter Kandidat, nämlich dieser besagte Warren G. Harding. Wir haben ja dieses Chronikbuch, da wird er beschrieben als, ich zitiere, seine blasse Persönlichkeit, seine Unbekanntheit und ein gutes Aussehen machen ihn zum idealen Kandidaten für ein Land, das die großen Führungspersönlichkeiten der Kriegszeit leid ist. Ich habe auch gerade ein Bild von mir. Ich finde, er hat was von einem mumifizierten Uhu. Ja, so kann man es ausdrücken. Also Biden ist ja auch relativ alt, aber Biden hat so schon Charakterzüge in seinem Gesicht. Der Warren G. Harding ist... Er wird auch von vielen vergessen. Er gilt auch als einer der schlechtesten Präsidenten. Aus meiner Sicht stimmt das nicht so ganz, aber er hat wohl in der öffentlichen Meinung nicht so viel gerissen, was ich komisch finde.
Das ist wie, als hätte man vergessen, den Chefbuchhalter in Rente zu schicken und man findet ihn nach 30 Jahren im Keller. Ja, das Bild im Chronikbuch ist übrigens, da steht er vor einem Phonograph und zeichnet eine Rede auf. Das ist. Oh, Steffen, da weiß ich ja jetzt schon, worauf du hinaus willst. Ja, und dazu komme ich auch gleich. ich möchte Hörer. Steffen hat mir das nicht vorher erzählt, aber ich ahne, was er vorhat. Fotograf, wichtig. Ja, ja. Ich möchte noch bei Harding bleiben. Also er gewinnt das und zwar deutlich, denn die Republikaner haben die haben das Volk richtig gelesen. Harding setzt sich ein für, und ich zitiere, weniger Regierung im Geschäft und mehr Geschäft in der Regierung. Dazu Das Narrativ des Geschäftsmanns, der von außen mal den Laden in Washington aufräumt. Ja, also er setzt sich ein für Steuersenkungen, Schutzzölle und die Zustimmung zur Prohibition. Also bis auf die Zustimmung zur Prohibition, finde ich, hat das sehr, sehr hohe Ähnlichkeit mit Trump. Ja, lass uns bitte nicht so viel über ihn reden. Wir nehmen die Folge auf am 2.11. und wir hoffen ja, dass er am 15.11., wenn die Folge erscheint, Geschichte ist. Ne, wir hoffen es. Wir wissen es aber nicht. Bitte Gott, bitte Gott. Wir als 100 Podcast können halt nicht in die Zukunft gucken, nur in die Vergangenheit. Genau. Eine Sache fand ich sehr interessant. Er hat sich für die Stärkung der Frauenrechte auch eingesetzt. Das hätte ich jetzt von einem Republikaner so nicht erwartet. Tatsächlich ist das gehört jetzt so leicht zur Trivia der Präsidentschaftswahl 1920. Diese Präsidentschaftswahl ist die erste Wahl, bei denen Frauen mitwählen dürfen in den USA. Cool. Wir hatten ja schon vor ein, zwei Folgen erwähnt, dass jetzt das Frauenwahlrecht in den USA vorangeht. Dann, ja, das Bild, Luis. Da steht er vor einem Phonograph. Und tatsächlich ist auch diese Präsidentschaftswahl, die wird zum ersten Mal von dem Rundfunk begleitet. Ich finde, er wirkt so breit wie hoch. Ein sehr unvorteilhaftes Bild. Ich fürchte, hier ist jeder Winkel nicht gut. Ja, darunter haben wir ein Bild von dem Gegenkandidaten von James M. Cox. Da steht er zusammen. Sieht einiges schneidiger aus. Also optisch gewinnt er das Rennen nicht. Er sieht aus wie ein Rabe, wo man nur noch 10% seiner Federn finden kann. Der Rest wurde geklaut. Er steht auf dem Bild, steht er mit sehr vielen Arbeitern, so wie man sich sie auch vorstellt vor 100 Jahren. Steht er auf dem Bild versammelt, die Arbeiter gucken, sagen wir mal so, man könnte denken, jeder hat $10 bekommen für das Foto. Und da steht er da sehr, sehr steif. Er passt, man könnte auch denken, es ist eine Bildmontage. Das stimmt, der Anzug sitzt perfekt und er hat natürlich ein seidenes Anstecktuch im Sakko. Passt überhaupt nicht zu den Arbeitern. Nö. Er sieht aber schon schneidig aus, muss man schon mal sagen. Ja? Stimmt schon. Aber so sind halt beide in den Wahlkampf gegangen, übrigens. Das ist halt so der Vergleich zwischen einem Jaguar in Grün und einem Trabi, den man versucht, mit Papier und Schere zu reparieren, finde ich. In der war also frei vom Aussehen. Ja, den einen muss man vielleicht mit sehr viel Mann wegtragen, den anderen kann man umschlossen. So sieht das aus. Die Präsidentschaftswahl 1920 ist übrigens jetzt auch die erste, bei der Prominente richtig in den Wahlkampf eingespannt wurden. Für die Republikaner haben unter anderem Edison und Henry Ford beworben, sage ich mal. Harding selber starb nach wenigen Jahren. Er war in der Regierung nur 2 Jahre und 5 Monate. Das ist unerwartet und sehr, sehr kurz. Und ich dachte zum Anfang, dann wird er wahrscheinlich deswegen als ein sehr unbedeutender Präsident gelten. Aber tatsächlich ist seine Regierungszeit stark beeinflusst worden von zahlreichen Skandalen, die jetzt nicht von ihm ausgingen, sondern eher von seinen Regierungsmitgliedern. Also da gab es sehr, sehr viele Affären und komischerweise sind viele seiner ehemaligen Freunde in hohe Positionen gekommen. Man glaubt allerdings, dass er tatsächlich wahrscheinlich nichts wusste von diesen ganzen Affären und ein bisschen naiv vielleicht doch war. Das habe ich schon sehr oft gehört, dieses Narrativ, ja, um Bestechungsskandale um quasi zufälliges Oberhaupt zu entschuldigen. Ja.
Er selber, er wurde ja auch ausgewählt aufgrund seines Erscheinungsbildes. Er ist blass, unauffällig, aber dennoch attraktiv in seinem Alter. Hatte aber selber auch sehr viele Affären. Also er wurde kurz bevor er zum Präsidentschaftskandidaten gewählt wurde, wurde er von seiner Partei gefragt, sag mal, Harding, alter Knabe, ne? Jetzt sag mal, hast du ein paar Leichen im Keller? Hat er gesagt, nein, nein, habe ich nicht. Und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er Affären hatte. Man musste dann auch eine Frau mit Schweigegeld bestechen. Die Armen. Ja. Und er hatte sogar ein uneheliches Kind. Das hat er nie gesehen, hat aber immer fleißig Unterhalt gezahlt. Also so ehrlich war er denn doch. Hat das immer abgestritten. Einige Jahrzehnte später, ich weiß gar nicht jetzt genau wann, haben die Nachfolger nochmal einen Gentest machen lassen und haben dann auch recht bekommen, dass das Kind von diesem Harding damals war. Ich stelle mir vor, das Kind, wenn das geboren wird, es wird wahrscheinlich nur aus Kinn und Nase bestehen. Ja, das könnte sein. So sah das bestimmt aus. Wenn du mir noch einen Ausschweif genehmigst, ja. Luis, ich möchte gerne noch über einen etwas anderen Kandidaten sprechen, dieser ganzen Präsidentschaftskandidatur. Denn es gab nämlich noch eine Partei, die man hätte wählen können und die auch gar nicht so wenig Stimmen relativ gesehen bekommen hat. Und zwar gab es noch einen sozialistischen Kandidaten, der für die Arbeiterpartei antrat. Und das war Eugene Debs. Und das Besondere an diesem Eugene Debs war, dass der während der Kandidatur in Haft war. Also der hat aus dem Gefängnis hat er kandidiert und hat tatsächlich auch gar nicht so wenig Stimmen bekommen. Er hat es sogar geschafft, die meisten Stimmen für seine Partei zu bekommen, die es jemals gab. Was letztendlich auch nur 3,4% waren, aber für die Arbeiterpartei waren das schon sehr, sehr viel. Das sind jetzt mal in absoluten Zahlen gerechnet, waren das 913.664 Stimmen. Das finde ich schon bemerkenswert, dass ich jemanden, also da muss jemand auch auf die Idee kommen, jemanden, der im Gefängnis sitzt, den zu wählen. Es ist halt spannend, dass die Konstellation sich nicht verändert hat. Es gibt, dass es damals schon so einen eigenen Arbeiterkandidaten gab. Gut, heute ist er ja nur, ist es der linke Flügel der Demokraten eigentlich mehr, ne? Aber ja, spannend. Finde ich gut. Ja, dieser Eugene Debs, der hat insgesamt 5-mal für die Sozialistische Partei kandidiert. Das erste Mal 1900. Und der war ein Gewerkschafter, früherer Eisenbahner. Hat sich aktiv in den Eisenbahnstreiks, war da involviert, hat dann auch schon früher 6 Monate Gefängnis mal absetzen müssen, weil er den Streik der Eisenbahner vorangetrieben hat. Und dann wurde er wurde inhaftiert. Und zwar war das Urteil wegen Störung des Postverkehrs. Also damals wurdest du für sowas 6 Monate dann inhaftiert. In der Gefangenschaft, das war 1895, hatte er sich ein Buch von Karl Marx hat er sich besorgt, hat es in der Gefangenschaft durchgelesen und hat überall zu Ja gesagt und hat sich so radikalisiert. Also es klingt sehr episch. Ich sehe einen heiligen Schein am Himmel leuchten. Die Sichel des Mondes sah er aus seinem Gefängniszimmer und wusste ja. Er hat wie ein Hammer auf die Wand einen Schatten geworfen. Und kam nach 6 Monaten raus, war stählernd und wusste, ich werde Präsident. Genau. So war das damals, liebe Zeitreisende. Der Aber muss man sagen, ist auch schon, Karl Marx schreibt da jetzt nicht gerade sehr poetisch, finde ich. Also schon gewöhnungsbedürftig, das zu lesen. Und, ja, das auch in 6 Monaten durchzuknüppeln, ist auch. Ja. Braucht man schon ein Gefängnis, glaube ich, um das auszuhalten. Hat man nicht für Alternativen. Wahrscheinlich. Ja, und also wie gesagt, er hat sich dann radikalisiert. Und warum er übrigens zur Zeit 1920 im Haft war, er hatte während des Ersten Weltkrieges hat er Reden gehalten und hat auch befürwortet, dass junge Männer sich also den Dienst im Militär verweigern. Und deswegen wurde er zu 10 Jahren Haft eingesperrt. Er kam ein bisschen früher raus. Er wurde von diesem besagten Harding später begnadigt.
hat aber einige Krankheiten in dem Gefängnis bekommen, von denen er sich nicht mehr so richtig erholt hat, starb dann sehr früh, 1926 schon. Und was ich auch stark fand, war, dass er nicht nur 10 Jahre Haft ursprünglich bekam. Also war er nicht zur Armee heute? Nee, er hat aufgerufen, dass dass junge Männer sich, dass sie nicht in das Militär eintreten sollen. Okay, es war gerade nicht klar. So, im Ersten Weltkrieg wurden Leute eingezogen, auch in Amerika, genau. Und er hat ausgerufen, das nicht zu tun. Genau. Und dafür kam er in den Knast. Für 10 Jahre. Also wurde von den geifernden Geier Harding begnadigt. Genau. Und was ich noch krass fand, war, er hat nicht nur diese 10 Jahre Haft aufgebrummt bekommen, sondern hat auch seine Bürgerrechte verloren. Das stimmt. Das geht in Deutschland auch. Man kann seine Bürgerrechte, wie zum Beispiel das Recht zu wählen, verlieren. Das kann der Staat einen aberkennen. Das geht. Und mit der Konstellation, sich dann aber hinzustellen und zu sagen, ich werde jetzt hier trotzdem der Präsidentschaftskandidat der Sozialistischen Partei Amerikas, da muss man auch ordentlich was also in der Brust haben, ne? Zumindest meint er das ernst. Ja. Er glaubt. Man hat über 900.000 Stimmen bekommen. Sind nur 3,4%, ne? Aber das sind ja, muss man auch, also ich würde die nicht bekommen. Nee, ich auch nicht. Ja. Genau, aber so viel dazu. Also diese Präsidentschaftswahl, Frauen durften zum ersten Mal wählen. Es werden Leute aus dem Gefängnis, stellen sich zur Präsidentschaftskandidatur. Die Prominenten, die wollen auch ihre Vertreter gewählt haben. Und der Rundfunk geht zum ersten Mal live auf Sendung. Denn wir nehmen heute am 2.11. auf. Und vor 100 Jahren tritt so in den USA der erste Rundfunksender mit regelmäßigen Rundfunkprogrammen tritt an. Nennt sich KDK. Frag mich jetzt bitte nicht, wofür diese Abkürzung steht. In Pittsburgh geht der, ich sag mal, online. Strahlt in den Äther aus. Man kann diesen Radiosender quasi heute noch hören. Er gehört heute zu CBS Radio. Den Link können wir mal in die Notizen mit reingeben, ins Blog. Und dieser Radiosender, der beginnt seinen Sendebetrieb genau mit den Übertragungen und Nachrichten von den Präsidentschaftswahlen, die ja am 2.11. auch zeitgleich waren. Also das Radio hat dann gleich auch mal ein gewisses Publikum erreicht. Das beginnt dann ein richtig regelrechter Boom um diese Zeit mit den Radiosendern. Kurze Zeit später, also 2 Jahre später, gibt es in den USA schon circa 200 private Sender. Also das sind ja alles Lizenzen, die dann vergeben werden. Und da gibt es dann 2 Jahre später schon mal 200 private Sender. Ist ein riesiges Land, könnte man sagen, ist ja klar. Aber wenn man mal zeitgleich ins Deutsche Reich guckt, auch jetzt um die Zeit, auch von mir aus auch 1922, dann sieht das ganz anders aus. Da gibt es keine privaten Sender, sage ich jetzt mal. Vielleicht gab es mal einen oder anderen, aber in der Regel gab es keinen. Denn im Deutschen Reich, genau vor 100 Jahren, da debattiert man noch darüber, ob der Rundfunk vom Staat kontrolliert werden sollte oder von der freien Wirtschaft. Man kann sagen, dass die Regierung des Deutschen Reiches, also die sind sich da nicht so ganz, die finden es nicht so ganz geheuer, dass jemand privat Rundfunk unkontrolliert empfangen dürfte. Denn das geht ja gar nicht. Und wo kommen wir denn da hin? Naja, und so kommt es halt dazu, dass im Deutschen Reich in Zukunft, in den nächsten Jahren, aus vor 100-jähriger Sicht, man tatsächlich Lizenzen braucht, um Rundfunk empfangen zu dürfen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Also ich meine, in Deutschland braucht man eine Genehmigung für ein Radioempfangsgerät. Ja, es gibt seit Juli 1920 vom Deutschen Reich tatsächlich eine Sendegesellschaft, die nennt sich Eildienst für amtliche und private Handelsnachrichten GmbH. Ja. Deren Aufgabe ist es, Börsenkurse, Warennotierungen zu senden. Und wie spannend. Und wie gesagt, das ist halt nicht zum privaten Empfangen gedacht, sondern für Postämter. Und die verkaufen dann diese Informationen weiter an interessierte Leute. Wir können ja auch anfangen, Börsenkurse zu verpodcasten. Ja. Also, heute hat Lufthansa folgenden Aktienkurs. Ja okay. Nein, das lassen wir lieber. Aber jedenfalls, du hast jetzt den Sprung gemacht. Also, wir hatten erstmal die US-Wahlen. Da ist quasi Geier gegen Falke.
Und dann gab es nochmal einen Bonuskandidaten mit ungefähr 1 Million Stimmen. Das war der Sozialist, der Eugene. Richtig? Genau. Und wir hatten, dass der Geier, der Warren G. Harding, der hat in einen Phonograph gesprochen, deine Reden aufgenommen. Und das war deine Überleitung, über die ersten Radiosendungen zu sprechen. Hm. Und da hattest du gesagt, dass wir in Amerika eine sehr große Vielfalt haben und relativ freies, relativ freien Markt. Ja, also mit Verlaub in Zukunft, also ab dem 2.11.1920, ab da also beginnt das. Der entsteht gerade. Mhm, genau. Also das ist ein bisschen wie mit den Raketen heute. Da sind ja die Amerikaner über die privaten Firmen relativ schnell und zackig gerade unterwegs. Und wir bei uns in Europa mit der ESA ist es sehr, 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 sehr behördlich und etwas verstaubt. Und im Radio klingt es sehr, sehr ähnlich, was du da erzählst. Also wir haben halt da eher so einen freieren Ansatz in Amerika. Entwickelt sich gerade im Massenmedium. Okay, das war sozusagen, danke Steffen, das war sehr, sehr interessant. Ja, ich möchte noch einen Punkt erwähnen, den fand ich sehr, sehr witzig. Und zwar 1932 gab es im Deutschen Reich, also einfach um den Kontrast mal zu zeigen, 1932 gab es eine Empörung. Und zwar im Deutschen Reichstag, denn man hat sich tatsächlich erlaubt, also die Reichstagsreden wurden damals auf Schallplatten aufgenommen. Und es wurde erlauben. Das war gängig damals wohl. Allerdings war es nicht gängig, dass diese aufgenommen wurden und dann im Radio abgespielt wurden. Und das wurde damals mal gemacht, ohne Zustimmung des Ältestenrates. Nein, also ohne dass Pfeife geraucht wurde. Genau, und da gab es eine große Empörung. Wir werden einen Artikel verlinken vom Archiv des SWRs. Da kann man auch nochmal zur Geschichte des Deutschen Rundfunks etwas hören. Sehr interessant. Ist ein bisschen später als 1920, deutlich später sogar als 1920, aber hört mal rein, es gibt auch Originalaufnahmen, die man sich da anhören kann. Eine sehr schöne Radiosendung, die ist wirklich hervorragend gemacht. Es ist sowieso sehr, sehr spannend. Es gibt einen sehr schönen Podcast zum Archivradio, das ist ja, von dem du gerade erzählt hast, ne? Genau, den hast du mir empfohlen, habe ich reingehört. Vielen Dank, Luis. Genau, und die haben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist also für mich 50er und 60er Jahre, bitte nicht verprügeln, weil jemand das anders sieht, der das nicht als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sieht. Für mich ist das sehr, sehr früh in der Vergangenheit. Die haben halt Leute sozusagen interviewt, die da schon alt waren und halt an die Gründung des Radios im Zweiten Weltkrieg in den 20er Jahren teilgenommen haben. Genau, das ist die Folge. Die fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe die Steffen geschickt und Steffen offensichtlich auch und die verlinken wir. Genau. Und damit bin ich auch jetzt tatsächlich am Ende von Rundfunk. Ja. Schön, schön, schön. Ich habe gesehen, Luis, du hattest noch eine Meldung über Danzig. Ja, Danzig, Danzig, Danzig. Danzig ist die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Westpreußen. Also das ist so ein Stück Land zwischen dem ehemaligen Ostpreußen und dem ehemaligen, gibt es auch nicht mehr, Hinterpommern. Also das ist diese Ostseeküste, die quasi das heutige Polen ist. Also das von der heutigen Grenze an der Oder bis Litauen, das war ja vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg deutschsprachiges Gebiet. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ja die Küstenregion zumindest auch deutschsprachig. Und mit dem Versailler Vertrag wurde Westpreußen polnisch und Danzig eine freie Stadt. Und diese Stadt ist jetzt sozusagen unabhängig geworden. Und die Bewohner von Danzig sind zur Mehrheit deutsch. In der Zeit damals, 1922 war das, wurde geboren in Danzig Gras, wie hieß der bekannte Schriftsteller? Günter Gras, meinst du jetzt? Günter Gras, genau, der ist da geboren, auch in der Zeit in Danzig, war eine sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr hoher Anteil an deutschsprachigen Bevölkerung und der Völkerbund überwacht quasi die Unabhängigkeit der Stadt und Polen vertritt Danzig nach außen. Und das ist das Thema. Und was noch interessant ist, dann vor Danzig sozusagen gibt es so den polnischen Korridor, wo halt den Polen ermöglicht wurde, einen Zugang zur Ostsee. Ja. Ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren von Danzig eben bis zur deutschen Grenze. Und das ist ganz interessant, weil du fährst dann da so ran und dann hat man gesehen,
haben Nazir da gezeigt, Orte gezeigt, wo halt dann die Polen in dem kleinen Korridor zwischen Danzig und der damaligen deutschen Grenze einen Hafen gebaut haben, in diesem polnischen Korridor, der halt bestand von 1919 bis 1939. Hm. Und Danzig ist halt internationalisiert worden als Pufferzone, weil eben diese Westgrenze des polnischen Staates auch ein Politikum darstellt. Ja. Genau, das ist das Thema. Wird auch in einigen Jahren nochmal zu einem Politikum. Ja. Gut. Und dann habe ich noch mein Lieblingsthema. Und zwar das Sprachenthema in Finnland. Ich mach's kurz, ich verspreche es. Mhm. Und ne, das hatten wir letztes Mal. Finnland war historisch gesehen ein Gebiet von Schweden. Schweden war ganz lange, lange Großmacht in Europa und wurde im Krieg verloren, die Schweden, Finnland an Russland. Trotzdem sind aus dieser Zeit der Zugehörigkeit Schwedens 11% der Bevölkerung der Finnen sind Schweden und sprechen halt auch Schwedisch und haben auch schwedische Namen. Ja. Und aus der Zeit stammt noch, dass die Schweden dass die schwedische Kultur und die schwedische Sprache dominierend sind in der Oberschicht Finnlands. Also bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde an den Universitäten in den Städten, in den Eliten des Landes Schwedisch gesprochen. Und jetzt gibt es ein neues Gesetz, weil Finnland hatten wir in der letzten Folge, wurde ja gegründet, in der letzten Folge von vor 100 Jahren. Und jetzt gibt es ein neues Gesetz, wo bewusst die finnische Sprache gestärkt wird in Finnland. Also es wird der Staat gegründet und die Amtssprache muss per Gesetz jetzt erstmal gefördert werden. Richtig, deren eigenes Kulturverständnis. Mhm. Ich fand das sehr, sehr interessant. Für mich ist es sehr, sehr interessant. Ich weiß, das teilt nicht jeder diese Ansicht. Ich fand es für mich immer interessant, weil mir das einfach nicht klar war, dass es in Finnland Schweden gibt und dass diese wichtig waren und dass man ein Gesetz brauchte, um halt die finnische Sprache zu fördern. Mhm. Ich dachte, in Finnland gab es immer nur Finnen und es war schon immer so. Klar, da gab es schon immer Finnen, logischerweise, nur diese finnische Sprache, die war nicht immer tonangebend. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, das ist eine schöne Erkenntnis. Das sind die beiden Sachen, die ich noch beitragen wollte. Ich würde als letztes gerne noch zu einem Geburtstagskind kommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an. An Rain Thibault. Der ist heute vor 100 Jahren geboren. Es ist ein Künstler, US-amerikanischer Maler. Herzlichen Glückwunsch, Wayne. Und dann möchte ich noch eine einzige Person zum Geburtstag nachträglich gratulieren. Es ist Kato Bontjes van Beek. Sie ist eine Frau, eine Widerstandskämpferin gegen die Nazis gewesen. Ist gestern vor 100 Jahren geboren in Bremen und wurde von den Nazis hingerichtet 1943. Berlin-Plötzensee, das ist eine Gedenkstätte jetzt mittlerweile, die ist auch nicht unweit von meinem Wohnort. Und sie war in der Widerstandsbewegung, ist relativ früh leider verstorben, also hingerichtet worden, nämlich mit 23 Jahren. Es befindet sich ein Stolperstein vor ihrem Haus im Kaiserdamm 22. Wer ihr die Ehre erweisen möchte, kann zu diesem Haus gehen und kann gern diesen Stolperstein gerne einmal putzen. Wer nicht weiß, was ein Stolperstein ist, das sind kleine Gedenksteine, die in den Bürgersteig eingelassen wurden. Und dort stehen meistens die Namen der Personen, die dort gelebt haben und von den Nazis getötet wurden, ermordet wurden. Ja, sie war erst 23 Jahre alt und es hat auch bis 1999 gedauert, bis sie juristisch rehabilitiert wurde. Ja, und an dieser Stelle möchten wir auch unsere Ehre erweisen. Es war wichtig, dass es solche Personen gab. Ja. Und damit möchte ich auch sagen, ist die Rubrik Geburtstagskinder an dieser Stelle erstmal für diese Folge vorbei. Alles klar. Kann ich den Elch der Elche aus dem Schatten treten lassen? Hat denn Harry Graf Kessler diesmal was geschrieben? Wir haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Nein. Okay. Wir haben zwischen dem 2. und 18. November leider keinerlei Tagebucheinträge. Hm.
Er hat in letzter Zeit ja sehr, sehr wenig geschrieben. Wir haben wenig von Harry Graf Kessler gehört, Luis. Ja, also im November hat er wieder ordentlich Beiträge. Hm. Dezember auch, Januar, Februar. Also wir haben unsere nächste Folge am 15. Januar 2021. Meine Fresse, das ging aber schnell. Oh, ja. Da habe ich dann was zu berichten. Okay. Dann, ich wünschte gerne, ich hätte mehr zu erzählen. Das ist halt dieses Live-Podcast, live von vor 100 Jahren. Er will nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, er ist schüchtern. Aber nee, eigentlich ist er nicht schüchtern. Auf gar keinen Fall. Nee, schüchtern ist er nicht. Wer weiß, was er hat. Ja. Wir werden es erfahren. Vielleicht ist es auch einfach nur Schreibblockade. Oder er hat Besseres zu tun. Ja. Oder er hat Fußpilz und muss erstmal schmieren. Man weiß es nicht. Ja, das wird es sein, genau. Wir beenden diese Folge. Besser wird's nicht. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören spätestens im neuen Jahr. War sehr schön mit euch dieses Jahr. Rutscht gut rüber in das neue Jahr. Wir hoffen alle, dass es besser wird. An dieser Stelle besser wird's nicht und wir hören uns. Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info@verhundert.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.